Larianische Camp. Mal doch mal. Ach nee, springt generell da nicht runter. Na dann. Dann. Also ich muss echt sagen, ich finde das ist bis jetzt das schön. So die schönste Umgebung. Na ja, gut, bis auf die Zitadelle, die sieht auch richtig fett aus. Aber das hier ist so. Nicht schlecht. So. Dann schauen wir, ob wir noch ein paar Gegner wegbashen. Bevor wir ins Camp gehen. Aber. Ich denke mal ja. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Ja, kein Thema, ich komme. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Nee, bin ich von da nicht gekommen? Nee, jetzt... Nein, ich war doch richtig. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte, ich fahre rückwärts. Also, bin wieder zurückgefahren. Aber nein, es ist richtig. Normalerweise. Hoffe ich. Ja. Doch, ich bin auf dem richtigen Weg. Da ist... Da ist das Camp. Die... Ah ja, okay. Feindlich oder... Oder nicht? Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Ja, was? Sagen. Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Ja, aber die Und waren was nicht haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Die Geths sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Ja, klar. Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Ah. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. So. Da ist Rex. Rex! Komm mal her, Puppi, komm mal her. Was geht denn bei dir? Ha? Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören.
Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Nein, Rex, ich will die nicht töten, ey. Was ist das für eine Kacke, ey? Bitte, Rex, wir können darüber reden. Kein Gerede mehr, Shepard. Ich muss das auf meine Weise machen. Das sehe ich anders, mein Freund. Oh! Warum zum Teufel haben Sie das getan? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Rex erschossen! Tut mir leid, Sir. Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass er Sie verletzen könnte. Oder Schlimmeres. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Tun Sie das nie wieder. Verstanden? Verstanden. Was zum... Haben Sie ihn getötet, Chief? Besser sein Leben als das des Commanders. Der darf nicht tot sein. Vermutlich. Och, Mann. Es wird kein leichter Kampf. Blöde Kuh, Alter. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Ach, das finde ich jetzt aber voll scheiße, ey. Rex Schicksal ist bedauerlich, aber... Wir sollten lieber Erfolg haben, Mensch. Wir spüren noch immer den Preis der kroganischen Rebellion. Boah, ey, das fuckt mich gerade voll ab, ey. Ohne Scheiß. Tut mir leid, dass man mit dem Kroganer nicht vernünftig reden konnte. Soll ich mich einsetzen, dass seine Bestattung vom Rat übernommen wird? Oder sollen wir seine Leiche einfach in den Sumpf werfen? Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen. Wir schulden ihm ein anständiges Begräbnis. Sie haben einen seltsamen Ehrenkodex, Commander Shepard. Aber ich werde alles Nötige veranlassen für den Fall, dass wir den Angriff auf Sarens Basis überleben. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Gut. Ich bevorzuge sowieso den direkten Kampf. So einfach wird es nicht werden. Wir haben nicht genug Leute, um sie direkt anzugreifen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber Ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Oh, das ist jetzt echt scheiße, Leute. Fuck. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle. Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden.
Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Fuck, wen opfer ich denn jetzt? Ja, nimm den Typen mit, komm. Sie begleiten den Captain. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Ich brauche noch einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Lassen Sie sich Zeit, aber wir sind bereit, sobald Sie das Kommando geben. Ja, ja. Nein, ich will erst nochmal... Wo ist denn der scheiß Ausrüstungsfuzzi? Garus, du bist mein Mann. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kirahi sprechen. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. So. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Ich muss jetzt erstmal verkaufen. Ach so, nee, scheiße. Ach. Ja, schwer ist kein Problem. Und es ist viel besser. Ich will die haben. Sturmgewehr. Nee. Striker. Nee. Für so, das kaufen wir. Das auch. So. Jetzt muss ich nochmal. Naja. Nochmal schnell schauen. Weil ich dann doch hier nochmal Waffen-Upgrades reinmachen will. Maximale Präzision. Organische Ziele, synthetische Ziele. Schildumgehung. Panzerbrechend. Das da. Scheißegal. Da haben wir. Da muss noch rein. Das ist 14% Schaden. Ja, nehmen wir einfach mal. Ja, komm. Ich verteile jetzt einfach mal. 5 Sekunden Giftschaden, Präzision. Das da hier. Und, hä, was habe ich jetzt? Plus 2 Gesundheit. Machen die Schildbatterie rein. Und nochmals hallo, Mensch. Ja. Wenn Sie Vorräte brauchen, bla, 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 bla. Freuen Sie sich nicht. Ich verkaufe jetzt einfach mal meine ganzen Waffen. Ah.